Historische Schlachten faszinieren. Um Originalschauplätze zu finden, verwendet die moderne Archäologie auch die Methode der Phosphorkartografierung. Phosphor ist in allen Lebewesen enthalten. Er bleibt auch tausende Jahre nach dem Tod an Ort und Stelle. Wo menschliche oder tierische Kadaver liegen bleiben, sind erhöhte Phosphorkonzentrationen bis heute messbar. Nur das Leben bewegt ihn von dort wieder weg. Ohne Phosphor kein Leben. Jedes Lebewesen, ob Mensch, Pflanze oder Tier, ist auf Phosphor angewiesen. Wenn Tiere Pflanzen fressen, nehmen sie den Phosphor auf und scheiden ihn als Dünger an anderer Stelle wieder aus. So wird der Phosphor im Kreislauf des Lebens gehalten. Diesen Kreislauf haben wir Menschen durchbrochen. Seit 1980 fließen die Abwässer Wiens in einem ununterbrochenen Strom in die Hauptkläranlage Simmering. In mehreren Stufen werden sie gereinigt. Übrig bleiben geklärtes Wasser und Schlamm. In diesem Schlamm ist Phosphor enthalten, den unsere Landwirtschaft dringend als Dünger benötigt. Wir sprechen da von einem Phosphorpotenzial von knapp 6.000 Tonnen, den wir in Österreich im Klärschlamm finden. Und wenn man das gegenüberstellt, den 13.000, 14.000 Tonnen Phosphor, die auf die Felder aufgebracht werden, sprechen wir da von einem Substitutionspotenzial von theoretisch 40-50%, was wir an Phosphor im Klärschlamm haben. Von der Kläranlage Simmering wird der Klärschlamm in Rohrleitungen direkt in die benachbarte Verbrennungsanlage gepumpt. Dort wird er zu Asche verbrannt. Das ist, wenn man die Ressource Phosphor betrachtet, natürlich eine sehr unnütze Entwicklung. Das heißt, der Phosphor, der in die Verbrennung geht, der ist aktuell verloren. Deponie Rautenweg, die Endstation des Phosphors. In Schichten wird hier die Klärschlammasche einbetoniert, mitsamt dem Phosphor. Phosphor ist ein chemisches Element und der Phosphor ist notwendig einerseits für das Wachstum, also da er in der Erbsubstanz vorhanden ist, wenn sich Zellen teilen, dann wird der Phosphor gebraucht als Energieträger. Also überall, wo Energie gebraucht wird bei der Pflanze, braucht sie auch Phosphor. Und das dritte Wichtige ist auch, der Phosphor ist in den Zellmembranen und die Zellmembranen halten die Zellen sozusagen zusammen. Nahrungsmittelproduktion ist ohne Phosphor nicht möglich. Sogar in der biologischen Landwirtschaft ist die Verwendung von Gesteinsphosphat erlaubt. Wenn man jetzt den Phosphorkreislauf vergleicht in der Landwirtschaft zu dem Phosphorkreislauf in einem natürlichen Ökosystem, dann fällt vor allem eines auf: Jedes Jahr werden die Pflanzen abgeerntet und entfernt aus diesem System. Und damit gehen natürlich auch die Nährstoffe verloren und da wird zum Beispiel der Stickstoff und der Phosphor wird dann vom Land in die Stadt transportiert. Um diesen Verlust auszugleichen, muss dann Dünger aufgebracht werden in der Landwirtschaft. Es ist sozusagen ein ständiger Strom des Phosphors vom Land in die Stadt hinein. Täglich werden mehr als 1000 Tonnen Nahrungsmittel nach Wien transportiert. Dort werden sie verarbeitet, zubereitet, konsumiert und wieder ausgeschieden. Jedes Jahr gelangen auf diese Weise hunderte Tonnen Phosphor
in die Wiener Kanalisation. Die Kulturleistung, mit Ausscheidungen umzugehen, ist davon abhängig, in welchem Ausmaß Menschen zusammenleben. In Dörfern oder kleineren Gemeinschaften haben Ausscheidungen kaum Probleme gemacht. Sobald es zur Bildung größerer Metropolen kam, wurden Ausscheidungen zum Quell von Krankheiten und Unannehmlichkeiten, vor allem dort, wo gelebt, gehandelt, gegessen wird und so weiter. Heute ist die Kanalisation für uns selbstverständlich, ein Inbegriff der Zivilisation. Im 19. Jahrhundert wuchsen die Städte und mit ihnen der Abfall. Was bis dahin als alltägliche Unannehmlichkeit angesehen wurde, war plötzlich ein öffentlich diskutiertes Problem. Das Potenzial der städtischen Abfälle für die Landwirtschaft wurde früh erkannt. So schlug der französische Philosoph und Sozialreformer Pierre Leroux vor, jeder solle die eigenen Fäkalien sammeln und diese dem Staat als Steuer übergeben. Die Idee hat sich nicht durchgesetzt. Dort, wo viele Menschen zusammenleben, sind Fäkalien eine Bedrohung. Deshalb werden sie in den Untergrund verbannt. Und es werden Kanalisationen gebaut. Gleichzeitig bietet das eine Parallele zur Kulturwerdung des Menschen, also zur Enkulturierung. Dahingehend, dass der Mensch, um als Kulturwesen in größeren Gemeinschaften überleben zu können, auch seine Triebe, das Triebhafte, das Dreckige und Schmutzige, in den Untergrund, ins Unbewusste verbannen muss, um dann bewusst in der Gesellschaft als Kulturwesen auftreten zu können. Bekleidet, rasiert, parfümiert, mit Manieren ausgestattet und die Fäkalien nur noch in Privaträumen für sich intim sozusagen denen begegnend. Auch kein Zufall, dass die einzigen Türen, die in Wohnungen einen Sperrmechanismus haben, die Toilettentüren sind. Nie zuvor war der Mensch so sauber und konsequent von seinen Fäkalien getrennt wie heute. Ein Erfolg für die Hygiene. Doch die Nährstoffe gehen verloren. Karl Marx beschrieb dieses Problem schon 1894. In der kapitalistischen Wirtschaft findet eine kolossale Verschwendung statt. London zum Beispiel weiß mit dem Dünger von 4,5 Millionen Menschen nichts Besseres anzufangen, als ihn mit ungeheuren Kosten zur Verpestung der Themse zu gebrauchen. Unsere Landwirtschaft ist von Phosphordünger abhängig. Österreich importiert 16.000 Tonnen Phosphor im Jahr. Als größter Produzent der Weiterverarbeitung des Phosphor ist China zu nennen. Die Lagerstätten befinden sich vor allem in Marokko, wo etwa 10 Millionen Tonnen pro Jahr exportiert werden. Es folgt Russland, Syrien, Israel, Tunesien. Wenn man diese Liste sich jetzt anschaut, sind es also sehr viele Länder darunter, die, wo wir heute einmal nicht wissen, wie die politische Stabilität in der Zukunft ausschaut. As the world's leading exporter of phosphorus in all its forms, with strength along the entire value chain, we are committed to helping maintain a competitive and efficient global market for this vital product. Feeding the soil to feed the planet. Nurturing the dreams of future generations. Proudly, since 1920, we are OCP. Der Phosphor wird nicht ewig halten. Ob das jetzt 2030 ist, das Peak Phosphorus, oder 2050 oder 2070, spielt eigentlich aus meiner Sicht jetzt keine besondere Rolle. Wir müssen uns genauso wie beim Erdöl damit abfinden, dass die Phosphorreserven prinzipiell sehr begrenzt sind, wenn man das auf längere Zeiträume auf nachkommende Generationen überträgt, dann muss man sagen, es ist in jedem Fall so. Even with 300 years extra P reserves available in a human time frame, with population destined to be more than 11 billion by the end of this century, those are really finite reserves. So this is a very important issue that humanity needs to address.
In Gensandorf wurde in den 1980er Jahren eine ökologische Wohnsiedlung gegründet und mit Komposttoiletten ausgestattet, die bis heute einwandfrei funktionieren. So, das Klo schaut natürlich hier für die Komposttoilette auch ein bisschen anders aus und ist speziell für Besucher etwas gewöhnungsbedürftig. Bei Komposttoiletten gibt es keine Spülung. Damit erst geht die Klappe auf und ist es zur Beschickung frei. Und wenn man aufstellt, die Exkremente fallen direkt in den Kompostbehälter. Bei richtigem Gebrauch kommt es dennoch zu keinen unangenehmen Gerüchen. Geruchlos. Trotzdem werden wir es nachkompostieren draußen im Freien und dann in Wald und Wiese aufbringen. Mit Komposttoiletten kann der Phosphor direkt in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden. Für Großstädte wird nach anderen Lösungen gesucht. There are many cities which will be more than 10 million population with the next few decades, and a city of 10 million requires 6,000 tons metric ton of food per day. Therefore, recycling the nutrients, especially phosphorus, will become a very major technological innovation waiting to be developed. Das AIT, das Austrian Institute of Technology, forscht gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur Wien an technischen Lösungen zum Phosphorrecycling. Aus Abfall soll Dünger werden. Also bei uns am AIT haben wir hier vor allem die Produktion der Pyrolysekohlen als unseren Schwerpunkt. Für diese Kohlen braucht man einen Pyrolysereaktor, in dem eben die sogenannten Biokohlen, englisch Biochars, hergestellt werden. Ähnlich wie es eben zu früheren Zeiten ein Köhler mit seinem Kohlenmeiler gemacht hat. In dieser Versuchsanlage wird das Pyrolyseverfahren getestet. Dabei werden verschiedene Abfallstoffe, hier getrockneter Klärschlamm, unter Luftabschluss auf eine Temperatur von über 500 Grad Celsius erhitzt. Schadstoffe wie Antibiotikarückstände werden zerstört, Schwermetalle abgeschieden. Wie gut sich das Endprodukt als Dünger eignet, wird in einem weiteren Schritt untersucht. Ackerböden aus unterschiedlichen Regionen Österreichs werden mit diesen neuen Düngemitteln versetzt. Im Glashausversuch wird getestet, wie gut Kulturpflanzen den Phosphor aufnehmen können. Die Wirkung der neuen Recyclingdünger wird mit handelsüblichen Importdüngern verglichen. Also wir haben bei unseren Tests bisher ein Produkt schon gefunden, das sich vom Mineraldünger nicht signifikant unterschieden hat. Das heißt also, dass das in Bezug auf die Wachstumsförderung und auf die Phosphorverfügbarkeit äquivalent dem Mineraldünger war. Das ist für uns schon mal ein recht wichtiges Zwischenergebnis. Die Verfahren sind im Wesentlichen verfügbar. Es geht hier aber im Projekt vor allem auch darum, neuartige Produkte und eine Diversifizierung dieser Produkte zu erzielen. Und ich denke, dass die Marktreife entweder schon gegeben ist oder in relativ kurzer Zeit, ich sage jetzt einmal innerhalb der nächsten wenigen Jahre, erzielt werden kann. Weltweit werden Recyclingverfahren entwickelt,
um die Abhängigkeit der Menschheit von Gesteinsphosphat zu reduzieren. Auch der Politik wird die Problematik bewusst. Die Schweiz hat als erstes Land Phosphorrecycling aus Klärschlamm gesetzlich vorgeschrieben. Die Thematik rührt an die zentralen Fragen unserer Zukunft. Wenn wir wissen, dass wir in wenigen Jahrzehnten bis Jahrhunderten keine fossilen Phosphorvorräte mehr haben, beziehungsweise schon lange vorher die vorhandenen teuer und zum Teil mit Uran und Cadmium kontaminiert sind, dann müssen wir uns einfach Gedanken machen, wie können wir die Kreisläufe schließen und wie können wir das einerseits technologisch sinnvoll, sauber und auch ökonomisch sinnvoll machen. In wenigen Jahrzehnten haben wir einen Kreislauf aufgebrochen, der Millionen von Jahren im Gleichgewicht war. Heute ist unsere Nahrungsmittelproduktion völlig abhängig von Phosphorreserven, die zu Ende gehen. Zugleich wächst die Weltbevölkerung stetig und die Verstädterung schreitet voran. Immer mehr Phosphor konzentriert sich in den Städten. Eine ökologische Sackgasse. Die Menschheit kann sich an vieles anpassen und auch lernen, ohne Erdöl auszukommen. Doch für Phosphor gibt es keinen Ersatz.